Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und ich sage direkt am Anfang, das was ich jetzt in diesem Video sage, ist kein April-Scherz. Der Schnee ist in GTA Online zurück. Circa um 9 Uhr heute Morgen hat Rockstar Games den Schnee sowohl auf der PS4, dem PC als auch auf der Xbox One freigeschaltet. Warum sie das gemacht haben, haben sie bisher noch nicht kommentiert. Ich würde persönlich mal darauf tippen, erstens als kleinen April-Scherz und zweitens einfach um ein bisschen Spaß in GTA Online reinzubringen, ein bisschen Abwechslung während der Corona-Phase, wo einfach sehr viele Leute zocken, zu Hause sein müssen, gelangweilt sind, dachten sie sich, okay, vielleicht bringen wir anlässlich des 1. Aprils mal ein bisschen Abwechslung in GTA Online. Der Grund ist letztendlich aber auch vollkommen egal. Tatsache ist, heute liegt Schnee in GTA Online. Also Leute, ich verarsche euch wirklich nicht. Ihr könnt einfach online gehen, nachschauen. GTA Online ist im Moment voll mit Schnee. Und das war jetzt eigentlich auch schon das Video. Ich wollte euch darüber nur mal kurz informieren, weil ich glaube, jeder von euch feiert den Schnee. Schreibt doch an der Stelle nochmal in die Kommentare, warum glaubt ihr, hat Rockstar Games den Schnee heute in GTA Online reingebracht? Schließlich hätten sie das Ganze auch morgen dann mit der neuen Eventwoche machen können. Aber sie haben es eben heute gemacht, wahrscheinlich passend zum 1. April als kleinen Witz und zusätzlich als kleine Sonderbeschäftigung wegen Corona. Und das, meine Freunde, war jetzt auch schon das gesamte neue Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bei uns in Neuseeland ist es gerade schon 11 Uhr nachts und ich lag eigentlich schon im Bett und wollte schlafen. Aber ich habe so viele Nachrichten bekommen von wegen, ey, der Schnee liegt wieder in GTA. Macht doch mal ein Video dazu, was ist da los? Dementsprechend bin ich nochmal aufgestanden, habe nochmal ein Video gemacht und das ist doch mal ein Like wert. Wenn ihr Informationen wie diese noch schneller bekommen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram und auch auf Twitter, denn es geht viel schneller, einen Tweet oder eine Instagram-Story zu veröffentlichen, als ein ganzes Video dazu zu produzieren. Also da bekommt ihr Informationen einfach zum Teil Stunden früher. Nun gut, jetzt gehe ich aber auch wirklich mal schlafen. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und ciao.